Hallo ihr Lieben, ich zeige euch ganz schnell, was ich für Kai zum Essen mit habe für ein paar Tage Urlaub. Und ich muss dazu sagen, er isst ja mittlerweile alles ganz normal mit. Und die Sachen, die ich habe, sind eher so Snacks oder für den Notfall, wenn es gerade nicht schnell etwas zu essen gibt, dann kann er das essen. Einmal sind hier drinnen Dinkel-Baby-Kekse von Ja Natürlich. Die habe ich bei Biba gekauft, keine Ahnung, wo die Verpackung ist. Auf jeden Fall ist es eine gelbe Verpackung. Und von Milupa diesen Fruchtsnack, den habe ich auch bei Biba gekauft. Apfel, Banane ist es. Ohne Zucker finde ich ganz gut. Da habe ich drei so Säckchen mit. Das kann er dann auch schon selbst essen. Dann habe ich mit dieses Hip-Bira-Müsli, das hat er schon einmal gegessen und mochte er sehr gerne, deshalb habe ich das mitgenommen. Ansonsten finde ich Gläschen vom Gewicht her jetzt nicht so ideal für Reisen zum Mitschleppen. Und zu Obst habe ich noch mit Hip fein püriert das hier und dann das. Also wir sind 3 bis 4 Tage unterwegs und das sollte ja mehr als genug sein. Die hat er letztens von einer Freundin bekommen, Buhus. Ich habe sie mit, weiß aber noch nicht, ob er sie essen wird, denn da ist auch Zucker drinnen. Und also wirklich, wenn er alles andere nicht isst und wir am Strand sind und er Hunger hat und alles andere ausspuckt, dann bekommt er vielleicht so einen Buhu. Ansonsten findet Mama die auch sehr lecker. Dann Reiswaffeln, die habe ich von Hofer. Finde ich super praktisch, weil die so eingepackt sind. Dann habe ich noch die sind so zum Aufbrauchen von Hip. Und das ist auch von Hip, dieser Hafer-Apfelbrei. Da habe ich ein Säckchen mit, einfach für abends, als Abendbrei, wenn er das mal essen will. Und den werde ich einfach in so einer Box vom IKEA dann anrühren. Und da drinnen habe ich selbstgemachten Bananenmuffin. Da verlinke ich euch auch gerne das Rezept nochmal in der Infobox. Das isst Kai super gerne. Geht mega schnell und ist auch eben praktisch so zum Mitnehmen für die Fahrt als Snack. Dann habe ich hier sein Fläschchen und seine Folgemilch für die Nacht. Werde ich natürlich auch noch reinpacken. Das ist quasi Kais Snackvorrat. Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, erstes Kind, deshalb schleppe ich so viel mit. Ja, wie auch immer. Mir ist lieber, ich habe zu viel mit als zu wenig und wir sind mit dem Auto unterwegs, also spielt es keine große Rolle.